Hallo zusammen. Heute mal mit Katze. Mein Lohnchen ist bei mir. Also. Heute versuche ich es zum dritten Mal. Man hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nein, am ersten Weihnachtsfeiertag natürlich. Dass Xbox Live down war. Dieser Hack. Tags drauf habe ich es wieder versucht aufzunehmen. Und da hatte ich Probleme mit meinem Headset. Alle guten Dinge sind drei. Und heute habe ich die Katze auf meinem Schoß. Die Luna. Die kratzt kräftig immer gegen meinen Controller. Liegt. Dran schnurrt. Naja. Gut, da ich das spielen wollte. Habe ich eigentlich das Spiel schon durchgespielt? Ich habe auch ein paar andere Levels gespielt, weil ich eigentlich auf der Suche nach Deadpool war. Aber dann nachgelesen, dass das nicht einfach ist. Das heißt, ich teilhaben lassen will, wie ich Deadpool suche und finde. Dann haben wir noch ein paar Streams vor uns. Aber damit ich die Serie endlich vollends zu Ende bekommen. Natürlich noch das letzte Level. Und da stehen geblieben, dass Loki ganz sozusagen unter seiner Hand und jetzt die Erde angreift. Und jetzt gibt es eine Sequenz, die habe ich leider nicht mehr auf Video. Das ist wie Magneto und Domination. Sagen, wie man die rekrutiert. Aber vielleicht schneide ich das auch rein. So wie ich eigentlich die Zwischensequenz auch jetzt reinschneiden werde. Ah, genau, hast Party Power Call, das habe ich auch gespielt. Genau, also jetzt. Letzter Teil der Geschichte. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan? Eine Waffe? Über Blitze magst du verfügen, Fantasie hingegen nicht. Schöner Hut. Galactus. Der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein Traum für die und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch!
Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Dir und deinen Freunden zu machen. Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. Guten Aufnahme, sowohl der Planetenfresser. Wenn man unseren Informationen trauen darf, wir haben sie aus dem Internet, ist er so alt wie das Universum selbst. Sein Hunger ist nicht zu stillen, er verschlingt jeden Planeten, der ihm in die Quere kommt. Das klingt nicht gut. Also da sieht man es, wie Magneto in den Chat steigt. Selbst beim dritten Mal ist sie noch lustig. Nein, ihr mickrigen Kreaturen, nie nieder vor mir! Okay, Leute, das ist unsere letzte Chance. Macht was draus. Slow-mo. Ich spiele das jetzt schon zum dritten Mal. Ich hoffe, ich stelle mich nicht mehr so dämlich an. Und beim ersten Mal braucht man jetzt hier nicht. Okay, ich stelle mich an. Widerstand kurbelt meinen Appetit mehr an. Ich brauche jetzt auch nicht die volle Lego-Zahl zu holen.
Mal bin ich hier so oft runtergefallen. Das kann ich gar nicht mehr zählen. Das lohnt sich. Dass ich überhaupt... Lecker. Die 100% reicht, hat schon Wunder. Zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Mal gesagt und ich sag's immer wieder. Euer Ende ist da. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit näher an. Na, Smiley, komm! Smiley? Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? So, wie geschickt ich bin. Vielleicht können wir nun diese Rotorblätter benutzen, um Galactus anzugreifen. Irgendwelche schlauen Ideen, Netzkopf! Keine Angst, Leute, ich hab euch! Team 2, ihr seid dran! Er bleibt jetzt den linken Rotorblättern. Versuchen wir mal diese Seite. Lecker. Euer Ende ist da. Okay, ich dachte, ich stelle mich nicht so an. Irgendwie tue ich das. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr an. So. Eure Erde gehört mir. Ja, das Problem ist, ich muss hier einmal mit Venom. Sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Ah! Ja, echt Probleme mit dieser 3D-Sicht. Ich muss diese Welt fressen. Das wird ja nicht durch Feuer laufen können. Euer Ende ist. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Kannst du dem Triebwerk einen Schritt verpassen? Festhalten, haben ihn fast.
Feuer endet. Heilung mit dem Portal. Wir können ihn nicht mehr lange halten. Euer Ende ist da. Dokok. Euer Widerstand. Widerstand. Kurbel. Die Vorrichtung steht. Wir müssen sie nur noch mit Strom versorgen. Diese Schilder werden euch nicht für immer geschützt. So. Na komm. Und noch eins. Widerstand kurbelt meine Nachrichten mehr an. Diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen. Brauchen sie auch nicht. So. Eure Erde. Er lässt nicht los. Er wird uns noch mit sich ziehen. Team 4, ihr seid jetzt gefragt. Sorgt dafür, dass er loslässt. Die Welt wird endlich gerettet. Leider nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Ich muss diese Welt festen. Ah, ich brauche Magneto. Erik. Lecker. Anna? Euer Ende ist da. Okay, was ist verpasst? Jetzt. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr an. Dass ich es kenne. Ah, so eine simple Idee.
Hoffentlich funktioniert sie auch. So, jetzt. Der Schreck. Lecker. Ich muss diese Welt fressen. Lecker. Euer Ende ist nah. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr an. Diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen. Eure Erde. Abendessen, Galactus. Du bist ein böser, böser, raumkrümmender Würfel. Aber ich wette, wir könnten jede Menge Spaß miteinander haben. Den nehme ich, danke. Können wir nicht darüber reden? Nein, ich wette, du schmeckst frisch und nach Minze. Ich brauche eine Gaumenfreude. Trotzdem noch. Ja, ich bin ja voll. Ja. Wie schon gesagt, das war's. Ich weiß, dass es hier noch den Stan Lee zum Klappen gibt. Und dass es noch einen Endfilm gibt. Mal sehen, vielleicht schreibe ich den im Internet auf und schneiden hier an. Jo, und damit würde ich sagen, ist die Serie beendet und jetzt werde ich noch ein paar weitere Aufnahmen machen, wie ich mich langsam zum Deadpool vorkämpfe, wo ihr mich ja begleiten könnt. Also, bis dann!